Was? Diese Katzenfotos werden von den Reptiloiden verschickt, um uns von den wichtigen Themen des Lebens abzulenken und davon sie zu enttarnen? Das klingt tatsächlich plausibel. Aber jetzt mal ernsthaft. Was bringt Menschen dazu, an Verschwörungserzählungen zu glauben? Zuerst die schlechten Nachrichten. Es ist noch nicht ganz klar, warum Verschwörungserzählungen so anziehend auf viele Menschen wirken. Was wir aber bereits wissen, ist, dass Verschwörungserzählungen klare psychologische Vorteile gegenüber wissenschaftlichen Erklärungen bieten. Um das zu erklären, muss ich ein wenig ausholen. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Nach Klaus Grabe sind zum Beispiel die vier Grundbedürfnisse eines Menschen: das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit, nach Orientierung und Kontrolle, nach Selbstwerterhöhung und Schutz und nach Lustgewinn bzw. Unlustvermeidung. Verschwörungserzählungen ermöglichen schnelle und relativ einfache Bedürfnisbefriedigung. Die Gruppierungen, welche Verschwörungserzählungen verbreiten, schaffen es sehr schnell, ein Gefühl der Gemeinschaft herzustellen, ein Wir-Gefühl. Wir haben es verstanden. Wir sind die Menschen, die hinter die ganzen Lügen schauen können. Dazu gehört eine klare Trennung von Gut und Böse. Auch wenn oft gar nicht so klar ist, wer jetzt das sein soll, also das Böse. Denn das Gute ist für Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, ganz klar. Das sind sie selbst. Die, die sich dafür einsetzen, dass mehr und mehr Menschen an die Ideale der VerschwörungserzählerInnen glauben. Und ihre Gemeinschaft. Gleich damit einher geht die Selbstwerterhöhung, denn sie meinen ja, klüger zu sein als alle anderen, die einfach nicht sehen, was wirklich passiert. Gleichzeitig gibt es Menschen ein Gefühl der Orientierung und damit der Kontrolle. Es ist klar, wer gut und wer böse ist, und wenn etwas nicht ins Schema passt, wird mit rhetorischen Tricks einfach das Gespräch ganz woanders hingelenkt. Dadurch, dass diese Menschen meinen, das Problem zu kennen, fühlen sie sich nicht mehr so orientierungslos und haben vermeintlich die Kontrolle über ihr Leben zurück. Zum letzten Grundbedürfnis, zum Lustgewinn, gesellt sich noch eine weitere psychologische Theorie, und zwar die der kognitiven Dissonanz. Sie beschreibt einen Spannungszustand im Gehirn. Ein Beispiel: Du bist sehr umweltbewusst und weißt, du solltest keine Getränke in Dosen kaufen. Du bist aber heute so müde, du brauchst dein liebstes Koffeingetränk. Außerdem hast du deinen Kaffee vergessen. Was für eine Zwickmühle! Unser Gehirn hält so einen Zustand, so einen Spannungszustand sehr schwer aus und muss ihn irgendwie auflösen. Das Beste für deine Überzeugungen wäre, loszugehen und dir irgendwo einen Kaffee im Heferl zu suchen. Allerdings haben wir auch ein Grundbedürfnis, das hier mitspielt, das des Lustgewinns. Deshalb wollen wir eigentlich lieber sofort diese Dose von dem Automaten direkt vor der Tür haben. Meistens lösen wir so etwas damit, dass wir uns eine einfache Erklärung zusammenreimen. So etwas wie: auf die eine Dose kommt es ja nicht an, ich werde sie sowieso zum Dosenmüll geben, dann wird sie recycelt. Oder: ich könnte jetzt überhaupt nicht aufpassen, ich brauche aber gute Noten und vielleicht erfinde ich ja mal die Lösung für unser Müllproblem. Und dafür muss ich jetzt wirklich wach sein. Das klingt etwas an den Haaren herbeigezogen? Ja, aber es löst das Spannungsfeld, den Spannungszustand in unserem Gehirn auf und verschafft uns damit Befriedigung. Zusammengefasst: Der Glaube an Verschwörungserzählungen bietet psychologisch gesehen einige Vorteile. Es vereinfacht komplizierte Sachverhalte, gibt Struktur, erhöht den Selbstwert und hilft, kognitive Dissonanzen zu vermeiden. Klingt jetzt toll, ist es aber nicht. Und deshalb
bleibt skeptisch und reflektiert.